Okay, Freunde, hier ist was los. Spieltag 21, wie schon angekündigt, heute Mittag. Der steht an gegen ein Bayer Leverkusen, was momentan keine Form aufweist, die natürlich von der Mannschaftsstärke immer noch obere Spitzenklasse sind. Und das müssen wir nutzen, dass sie eben momentan nicht genau wissen, was sie denn eigentlich möchten, was sie denn wollen. Da sehen wir es schon, Gianluca Star gegen Christian Fuchs. Das habe ich ja genauso gewollt, dass der den fordert da hinten. Der Nationalspieler aus San Marino. Da sind wir da. Nervosität auf beiden Seiten. Reinhardt verliert als letzter Mann den Ball an Jochen Seitz, holt ihn sich wieder. Und dann gibt es einen Rückpass von Silvio Vasiljevic auf Jonas. Ist aber alles Gott sei Dank nicht schief gegangen. Für uns zumindest nicht. Oh, Anthony Serre macht den Fehler, schießt den eigenen Mann an. Can bekommt ihn vor die Füße. Anthony Jung schmeißt sich dazwischen. Das gibt die erste Ecke für Bayer Leverkusen. Nummer 1 am Rhein sind wir, singen die. Mag ja sein, aber vielleicht können die Kölner da was gegen machen in Zukunft. Weiß man ja nicht. Nochmal Ecke. Nochmal Ecke. Dominik Jordan diesmal. Also wir müssen schon ein bisschen mehr tun. Deswegen gehen wir jetzt drauf. Eckball ausgeführt jetzt von Marcel Sabitzer, den wir damals in Nürnberg hier im Kader hatten. Ist dann, glaube ich, zum AC Milan gewechselt. Den Ball hat Jonas Klein. Robbie Gruss nimmt diese zu kurze Abwehr natürlich gerne auf von Anthony Serre. Gelbe Karte Can. Foul an Albrecht. Und ich hoffe, das haben wir heute besser im Griff. Das war uns da nicht so früh die gelben Karten einholen. Vor allem nicht in dieser Fülle, wie am letzten Spieltag. Es passiert hier gar nichts. Mögliche Verletzung in Leipzig. Nicht schon wieder wir. Sven Danceisen. Ah, Mensch, ey. Sven Danceisen. Kommt Shahin Aslan hier zu seinem Einsatz? Auswechslung. Ich habe eben noch überlegt, soll ich nicht mal warm laufen lassen? Ich habe es nicht getan, hätte ich das mal besser. 22. Minute, da muss er raus. Er hat bis dahin sehr gut gespielt mit der 2-5. Ja, Shahin Aslan. Willkommen in der Bundesliga. Dreierpack, Hattrick am letzten Spieltag in der dritten Liga gegen Saarbrücken für unsere zweite Mannschaft. Und jetzt läuft er hier auf in der deutschen Eliteklasse. Wird wahrscheinlich nervös sein wie Sau. Aber das ist auch teilweise dann positiv zu sehen. Dass es einen dann pusht vor den Fans. Das Ding natürlich ausverkauft, überhaupt keine Frage. Gute Chance. Reinhardt verschätzt sich, macht den Weg frei für Aslan. Abseits, vermeintlich. Das wäre jetzt natürlich das Ding gewesen. Das wäre natürlich jetzt das Ding gewesen, ne? Wenn der hier sofort ein Tor gemacht hätte. Chance für Leverkusen. Spitzer Winkel, Stefan dir frei versetzt, Milicevic, Außenpfosten. Haken wir ab unter dem Motto Schwein gehabt in der Situation. Ja, die Jungs sind immer noch nicht warm, glaube ich. Ich sollte es wirklich machen. Also spätestens... Leute, spätestens zur Halbzeit der ersten Hälfte sollte ich das wirklich machen. Knochenstauchen. Jetzt fliegen sie uns ja alle um die Ohren. Eine 5,5 erstens mal als Note, als ob das nicht genug wäre. Und dann die Verletzung. Jetzt muss Marc Helser rein. Also High Noon für die zweite Mannschaft. Aslan, Helser. Gianluca Star natürlich nicht zu vergessen, der ist ja auch drin. Sehr schöne Leistung mit einer 2,0. Also ihr merkt, es ist nach wie vor eine tolle Geschichte, dieses Let's Play. Also es wird mitgearbeitet von euch. Das freut mich sehr. In Kommentaren, in Wünschen, Anregungen. Und ich versuche das natürlich auch dann, so gut es geht, eben umzusetzen. Man sieht es jetzt mit Gianluca Star, dass das ein gutes Näschen war von euch. Und ich setze es sehr, sehr gerne um. Eckball Jordan. Ron-Robert Zieler ohne Probleme. Der ja nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt. Zumindest momentan nicht. Der Ball ist dunkelrot. Jetzt müssen wir es aber bald machen. Das sind dann eben diese Momente, wo es man nutzen muss. Langer Ball von Albrecht. Fuß von Stendera. Der geht an De Frey vorbei. Alleine auf Zieler zusteuern. Lässt man ihn. Und er schließt ab aus 11 Metern. Keine Chance für Zieler. Und das ist der Spieler, der uns so viel Spaß gemacht hat in dieser Saison bislang. Der offensive Mann, der nicht nur vorlegen kann, sondern auch die Tore selber schießt. Geil, Dominik Jordan mit einer 1-5. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man das sofort nachlegen könnte. Gelbe Karte Ginter, das komplette zentrale Mittelfeld jetzt damit belastet. Can und Ginter, den wir damals auch in Nürnberg unter Vertrag hatten. Gianluca Star, gelbe Karte. Ja? Er macht hier genauso weiter wie in der zweiten. Das ist so ein ruppiger Spieler.
Ja, der möchte sich am besten überall noch die Hörner abstoßen. Nicht nur nachts in der Disco, sondern auch hier am Fußballplatz. Tom Albrecht schickt Aslan mit einem langen Ball. Aber Ziele hat aufgepasst und vor dem jungen Stürmer ist er da am Ball. Er hat die Nummer 13, der Aslan, heute bekommen. Aus 9 Metern, schade. Flanke von Vasiljevic ist in derer höher als Toprak. Respekt an der Stelle. So groß ist der nicht, der Stendera. Geht aber links vorbei, dieser Ball. Schade, ganz schwaches Abspiel hier von Vasiljevic auf Aslan. Den hat Reinhardt ohne Probleme. Geht vor der Halbzeit noch irgendwas? Wir sind immer noch am Drücker. So scheint es mir zumindest. Eckball Jordan ist die dritte im Spiel. Was kommt dabei raus? Jochen Seitz kommt an den Ball, bedrängt von Toprak. Oh, Rückenlage ist nicht gut. Bogenlampe über Zieler. In den Torwinkel. Wie hat er das denn geschafft, ey? Himmel, Arsch und Zwirn. Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Geile Geschichte, jetzt vor der Halbzeit hier dieses 2:0 zu machen. Das war wahnsinnig schwierig zu erzielen. Das ist eben dann der Jochen. Die einfachsten Dinger macht er nicht, wenn es blöd läuft, aber so Dinger reinmachen. Hammermäßig. Kann ich nicht anders sagen. Stendera mit einer 1,0. Wir haben Jochen Salz mit einer 1,0. Ich habe natürlich leider Gottes keine Möglichkeiten mehr, groß das zu wechseln, ne? Aufgrund dieser blöden, doppelten Verletzungsgeschichte. Naja, aber da machst du nichts. Halbzeitansprache. Das haben wir uns absolut so vorgestellt. Spielergespräche. Ja, wir könnten theoretisch mal sagen, heute wird gelobt, was das Zeug hält einfach. Der Gianluca, ganz am Anfang super stark. 1-1 haben wir noch. Und der Anthony auch mit einer 2-5, nehme ich den noch mit. Die Stimmung ist wieder deutlich besser geworden. Sind überzeugt, meine Spieler, dass sie das Ding nicht mal Sand geben. Teamwork 66. Was mache ich denn bei den Massagen? Wir haben 92, der... Gut, Schein Aslan hat natürlich jetzt zwei Spiele gemacht. Gianluca ist da auch innerhalb von 2 Tagen. Das merkst du sofort, Marc Helser. Deswegen bekommen die heute die Massagen. Der Rest, der kann das, glaube ich, ganz gut ab. Und ja, ich denke einfach mal, dass wir an der Stelle, es ist mir einfach sicherer, dass er mit den Tacklings überhaupt nicht anfängt. 20%, lassen von mir es vorbeilaufen, ist wurscht, da hinten steht dann noch der Jordan hinter dir, der ihn dann umhauen kann. Im Notfall natürlich. Deshalb, ne, ich kann es mir jetzt nicht leisten, dass einer runterfliegt, weil ein 2-0 ist super. Aber gegen so eine Mannschaft dann mit 10 Mann zu spielen, das muss auch nicht unbedingt sein. Wir sind nach wie vor immer noch mit dem roten Ball gesegnet, die mit Blau. Und machen erstmal gar nichts. Und wir gucken uns das Ganze an. Gelbe Karte Fuchs. Oh, da wird er sich freuen. Da wird er sich freuen, der Gianluca. Jetzt kann er den noch mehr beackern. Weil der darf nämlich jetzt nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe gehen, wenn er nicht riskieren möchte, dass er vom Platz fliegt. Chance für Leverkusen. Oh, das ist eine gute Chance. Knappes Abseits. Robbie Cruz, Treffer, zählt nicht. Danach 18 Meter, versucht er das, abgefälscht, fliegt übers Tor. Weiß nicht, ob das Ecke gibt? Nö. Stadion ausverkauft, wie ihr sehen könnt. Tom Albrecht, den nehme ich jetzt raus. Natürlich die Gefahr immer noch da, dass sich einer verletzt später, dass wir dann doch mit 10 Mann spielen müssen. Aber das passt mir jetzt gerade ganz gut mit der 2,0 für Albrecht. Denn ihr habt es gesehen, gegen Milan, die Champions League, das ist demnächst dann... Natürlich ganz, ganz wichtig, steht ganz oben auf der Agenda. Vitinho für Jungmin Son, gar nichts von gesehen. Uwe Barth für Jens Hegler, den kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. 58. Also da musste Leverkusen anscheinend auch entweder auf einen Spieler aus der Jugend zurückgreifen oder der passt da überhaupt nicht hin. 100%ige Chance für unsere Mannschaft. Ballverlust von Barth, Hereingabe von Jordan. Jochen Salz steht frei und den macht er doch. Den macht er doch, natürlich. 12. Saisontor, 11. Vorlage von Dominik Jordan. Das ist Wahnsinn als rechter Verteidiger. Keine Ideen mehr. Die Leverkusener, ne? So sieht man keine Ideen mehr aus. Super, Leute. Vitinho mit der Flanke. Can kommt an den Ball. Kann ihn aber gegen Helser und Jordan da nicht verarbeiten. Also die arbeiten klasse zusammen da hinten. Marc Helser mit einer 1,5. Also leck mich doch sonst wo, das ist egal, wen du reinbringst. Es wird einfach abgeliefert. Das ist Luxus ohne Ende. Uwe Barth mit der gelben Karte. Sehr, sehr unglückliche Einwechslung hier. Schiebt gegen Svela da im Mittelkreis. Und der lässt sich natürlich doch noch fallen. In bester Hollywood-Manier. Nächste gute Chance. Und es wäre schön, wenn der vielleicht der Schein Aslan noch ein Tor machen könnte. Gianluca wird links steil geschickt, will an Fuchs vorbeigehen, bleibt erst hängen, setzt aber nach.
der Nationalspieler aus San Marino. Der Jochen in der Mitte. Na, leider nicht das dritte Tor gemacht. Stefan Reinhardt zur Ecke. Also der ist noch wach. Der Rest wahrscheinlich nicht mehr. Eckball kommt von Jordan. Viertelstunde vor dem Ende. Vor die Füße von Seitz schon wieder. Ja, schießt daneben. Er schießt den daneben. Wenn er wirkliche Weltklasse jetzt schon hätte, ne, dann hätte er den auch noch gemacht. Timo Werner lässt grüßen, ich sag's ja immer wieder. Volley aufs Tor gehämmert von Jochen Seitz. Oh, und jetzt hat er ihn gemacht. Jetzt hat er ihn gemacht. Ron-Robert Zieler reißt die Fäuste nach oben, kann diesen Volley allerdings nicht mehr abledern. Irgendwie funktioniert die Tormischung wieder nicht mehr. Ich glaube, ich muss da noch was ändern. Auf eine andere Position schieben. Also Leverkusen ganz, ganz bitter jetzt richtig auf die Schnauze bekommen sie hier. Der Jochen trifft schon wieder. Steht da knapp im Abseits. Das ist die gleiche Geschichte wie eben Cruz auf der anderen Seite. Abgefälschter Ball aus 18 Metern. Also, wir fahren das Ganze jetzt mal zurück hier. Auch vom Pressing her. Ich würde sagen Mittellinie, Abwehrreihe nach hinten. Konterspiel. Und dann schauen wir mal. Das ist einfach eine Testphase jetzt, ne? Das haben sie toll gemacht. Das haben sie einfach toll gemacht. Vasiljevic gegen zwei Mann, die können ihn nicht aufhalten. Pass auf Gianluca Starr. Der lässt immer Toprak ins Leere rutschen. Flankt nach innen. Zieler kommt ran. Und das geht dann eben heute auch schief. Legt den Marc Sindera den Ball vor die Füße. Und jetzt kommt Sidney Sam, der in der Realität Schalker für Marcel Sabitzer. Ich kann leider gerade nichts sagen, weil dieser etwas freundlich dreinblickende Herr nicht auf den Kicker hat. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich. Nachspielzeit eine Minute. Also ich hatte zwar schon gedacht, dass wir das Spiel gewinnen können. Nur aufgrund der Form natürlich auch von Leverkusen. Aber dass wir die hier 5:0 wegschießen, das nicht. Vor allem nicht nach diesen Verletzungen ganz am Anfang schon. Also Hut ab wirklich vor Marc Helser. Tolles Spiel. Hut ab vor Gianluca Starr. Und man muss auch sagen, auch wenn er kein Tor gemacht hat, auch wenn man ihn nicht viel gesehen hat, aber Shahin Aslan mit einem ordentlichen Debüt. Und man kann ja schon wieder fast Kindergarten sagen zu dieser Truppe hier. Und also wir machen gerade eine Rolle rückwärts. Das ist so genial. Damals angefangen in der dritten Liga mit jungen Spielern. Und ich habe das Gefühl, es wird wieder jünger. Hören uns gleich wieder. Also das sieht man nicht alle Tage in 5:0 zu Hause gegen eine vermeintliche Spitzenmannschaft. Aber da hat anscheinend wirklich dann die Form den Ausschlag gegeben. Stefan Reinhardt mit einer 2-5. Der Einzige, der sich dagegen gestemmt hat. Der Rest, also wir haben zweimal eine 5 und sogar einmal eine 6. Uwe Barth kommt rein, verschuldet im Prinzip sofort ein Gegentor, kassiert noch eine gelbe Karte und rabenschwarzer Tag für den Spieler. Und Jochen Seitz mit 3 Toren, Sindera mit einem Doppelpack als offensiver Mittelfeldspieler. Und wir haben 4 verschiedene Vorlagengeber. Jordan wieder mit 2 Buden. Es ist natürlich jetzt ärgerlich im Hinblick auf die nächsten Wochen, dass wir sowieso schon auf Kempf verzichten müssen. Dann hat sich heute der Sire noch verletzt. Und da müssen wir gucken. Also Marc Helser könnte eventuell demnächst dann neben Milicevic anfangen müssen. Das würde eben heißen, dass die vor noch gar nicht allzu langer Zeit in der zweiten Mannschaft agierende Innenverteidigung jetzt einfach mal eine Stufe hochgesprungen ist. Eine Liga übersprungen hat, von der dritten in die Bundesliga. Teamansprache natürlich funktioniert, überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage, wie wir das heute gemacht haben, das war ganz, ganz großartig. Einer Spitzenmannschaft wirklich würdig gewesen. 62% Ballbesitz, Stadion war voll, 1640 Zuschauer aus Leverkusen werden noch froh sein, als dieses Spiel vorbei war und sie wieder nach Hause konnten. Und die Ergebnisse der anderen Mannschaften, die wir hier sehen, das ist positiv für uns. Och Gott, guckt euch das mal an. Es tut mir jetzt wahnsinnig leid, weil das ist natürlich von der Spannung nicht wirklich positiv, weil da steckst du nicht drin. Da steckst du nicht drin. Wir haben so viele Abgänge jetzt auch wieder gehabt, die wirklich wichtig waren vor der Saison, jetzt dann auch im Winter. Aber die Mannschaft scheint unaufhaltsam zu sein. Auch was danach wächst, ne, das integriert sich sofort. Wir haben 17 Spiele gewonnen, 4 Unentschieden aus 21 Partien, noch immer nicht verloren. 10 Punkte Vorsprung auf die Bayern, die Unentschieden spielen gegen Bremen zu Hause. Und dann punktgleich die Dortmunder, auch 45, verlieren auf Schalke mit 2:1. Und die jetzt mit 38 Punkten natürlich immer noch Vierter sind, aber erstens näher herangerückt sind an Dortmund und zweitens aufgrund der Niederlage von Hertha und des Unentschiedens von Gladbach sich weiter absetzen konnten. Und ganz unten holt endlich der FC St. Pauli nochmal einen Punkt, zu Hause gegen Wolfsburg. Aber es ist
sogar noch aussichtsloser geworden. Leider Gottes, weil alle vier Mannschaften über ihnen, von Hoffenheim über Nürnberg, Hamburg und Köln, alle gewonnen haben. Also da kannst du dir aber echt in den Arsch speisen, aber sowas von. Zweite Liga, die haben auch gespielt. Da sehen wir, dass Braunschweig so jetzt vorne ist. Also Penderak darf ja jetzt nicht wechseln. Der kann dann höchstens im Sommer rübergehen, unser Ex-Spieler, was wir ja gesehen hatten. Ingolstadt haben die Tabellenführung, wie ich da gesagt, verloren jetzt aufgrund zwei Niederlagen in Folge. Heute in Karlsruhe verloren beim 16., die jetzt 15. sind aufgrund dieses Ergebnisses. Und ja, die dritte hat ja vorher schon gespielt. Wir können kurz noch die auf der Tabelle gucken. Sind wieder im Platz geklettert von der 7 auf die 6, damit die kleinen Bayern überholt und sind damit wieder bestes U23-Team eines Bundesligisten. Also jetzt schon 45 Punkte nach 25 Spielen. Also man kann schon fast davon ausgehen, dass wir nicht mehr absteigen werden. Jetzt zu dem Zeitpunkt, was rede ich da für ein Blödsinn? Die haben fast 30 Punkte Vorsprung auf Saarbrücken. Platz 18. Wie soll das gehen? Ne, die haben letztendlich dann 38 Spieltage. Das heißt jetzt noch 13. 13 mal 13, 39. Wie soll das funktionieren? Also da müssten die ja fast jetzt alles verlieren und Saarbrücken alles gewinnen. Und mal ganz ehrlich, wer glaubt daran? Wer glaubt daran? Das war ein fantastischer Nachmittag. Ich bin einfach nur überglücklich. In der ersten Halbzeit haben wir genau das umgesetzt, was eben vor dem Spiel uns vorgenommen hatten. Wunderbar. Und Sami Hyypiä von Leverkusen, die Statistik zeigt es immer. Wenn wir kein Tor schießen, haben wir entweder unentschieden gespielt oder verloren. Richtig. Und heute mal richtig verloren. Übelst auf die Fresse bekommen. Die Spieltagsstatistik. Wie viel haben wir denn drin? Der Dominik Jordan zum 5. Mal bereits. Gianluca Starr zum 3. Mal, da zählt natürlich dann auch die 2. Mannschaft mit rein. Tom Albrecht auf der linken Seite zum 3. Und dann haben wir den Sturm vorne komplett in Leipziger Hand mit Jochen Seitz und Marc Sendera zum 4. Mal bereits schon. Wahnsinn, ja, der Jochen ist auch Spieler des Tages geworden. Oft habe ich das Gefühl, wenn ich mal anfange zu kritisieren, dann nützt es auch was. Ne? Mit 3 Toren heute dann sogar Spieler des Tages, wo ich gesagt habe, er trifft halt teilweise dann, ja, vielleicht einmal, dann macht er mal 2 Tore, dann trifft er in 3 Spiele nicht, ne? Weißt du nicht, was los ist. Hat sich die Zahl bei ihm gedreht, ne, dass er dann anstelle von einer 97er Torrichter nur noch eine 79 hat, nur noch. So kommt es ja manchmal vor, aber dann lief er wieder so Spiele ab wie heute. Und das will ich öfter sehen von ihm. 2,41, klasse Leistung. Und das ist fast noch untertrieben, wenn man ehrlich ist. Die besten Spieler. Er kommt langsam. Ne? Luke de Jong durfte heute nicht aufgrund einer Sperre. Martinez mit 15, ne, den kann er demnächst dann schon einholen. Er wäre zurzeit auf dem Treppchen. Also die bronzene Kanone, wenn es überhaupt gibt, gibt wahrscheinlich gar nicht, aber die imaginäre, die hätte er momentan mit 0,81 Toren pro Spiel. Da unten kommt Danseisen, Waldschmidt auf der 7. Und hier haben wir die Noten. Ich mache das jetzt relativ schnell, weil das kennen wir ja alles. Ne? Das kennen wir ja alles. Da ist Danseisen mit 17 Partien. Und je weiter du runtergehst, wie gesagt, da wird es immer voller. Da wird es immer voller. Da kommen nämlich auch noch Spieler wie Jung dazu. Waldschmidt, Vasiljevic, Serre da unten auf der 20. Ganz, ganz stark. Also eine Woche müssen wir auf Serre verzichten. 4 Tage, 5 Tage, das geht. Die werden das nächste Spiel schaffen. Und Sven Danseisen auch eine Woche. Das sieht viel aus. 4 Verletzungen, aber Gott sei Dank ist es eben nur kurz. Gott sei Dank ist es eben nur kurz. Da kann ich dann wirklich sehr, sehr gut mit leben. Ja, der bemitleidenswerte FC St. Pauli. Schon 9 Punkte Rückstand auf den Vorletzten. Ja, wirklich im Schneckentempo geht's dann nach oben. Ich würde fast sagen, mit rasender Geschwindigkeit eher noch bergab. Ne? Wenn man dieses, was ist das da, eine Gurke oder was das immer sein soll, wenn man die mal waagerecht halten würde, ein bisschen schüttelt, das ist dann der FC St. Pauli in ein paar Wochen, nämlich dann wahrscheinlich im Absturz. Und dann wird es wahrscheinlich dann besiegelt sein, dass sie in die 2. Liga wieder absteigen müssen. Und jetzt eben Stuttgart, Platz 9. Francesco Roberto geht nach Rumänien zum CFR Cluj. Ist für uns jetzt sehr, sehr uninteressant. Man guckt dann eher so auf die Seite, ne, was da so passiert, ob da irgendjemand an Spielern von uns interessiert ist. Momentan nicht. Momentan nicht, auch keine Transfers jetzt zu irgendwelchen Bundesligisten. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei uns steht. Sebastian Heidinger. Ich habe gerade das Ausrufezeichen gesehen. Sebastian Heidinger. Ui. Bali Männer United FC. Wo ist das denn? Wo ist das denn bitte? Nordirland. Oh. Ja, ich finde es interessant. Also, da kann man definitiv mal hingehen. Ist denn irgendwo der... Ne, der gute Sauer kann ja nicht hier sein. Der kann ja nicht da sein. Das sind eben die Vereine, die sich jetzt noch Spieler holen, die eben vereinslos sind.
Ja, das geht natürlich. Oh, diese Verletzung, das ist aber gerade echt furchtbar. Das ist aber gerade echt nicht schön. Shahin Aslan zurück in der Jugendmannschaft. Carsten Kammlott auf Transferliste, da geht es momentan rund. Europa League Runde 3. Also Leverkusen musste jetzt ein paar Tage später nach dieser verheerenden Klatsche gegen uns wieder spielen. Und haben das ganz gut gemacht in der Europa League Runde 3. Ein Auswärtstor gemacht bei Real Sociedad San Sebastian. Durch Son. Wir gucken mal gerade, was hier noch so unterwegs ist. Österreich, ah, Austria bekommt ordentlich einen auf den Sack von Napoli. Red Bull Salzburg 6:0 von Real Madrid. Uiuiui. Also da ist was los. Bremen verliert leider Gottes gegen Genscher Bielici. Kann man das umdrehen? Kann man. Man muss einfach nur zu Hause dann gewinnen. Ne? Man muss versuchen, kein Gegentor zu kassieren. FC Zürich. Also für unsere Nachbarn läuft es nicht wirklich. Unten sehen wir noch FC Basel gegen Donetsk. Ansonsten sind aber auch keine deutsche Mannschaft mehr dabei gewesen, so wie ich es gesehen habe. Leider nicht. Ne? Und die Champions League, da spielen wir selber mit. Da spielen wir ja selber mit. Wie gesagt, Stuttgart, irgendwas ist abgesagt worden. Ich glaube nicht unser Spiel. Das wird wahrscheinlich die zweite sein. Das kommt mir ganz gelegen. Ne? Dann haben die Jungs, die jetzt bei uns in der ersten Mannschaft gespielt haben, ein bisschen mehr Zeit, sich zu erholen. So, Frankfurt, irgendwas Jurado. Einsatzprämie. So, der VfB Stuttgart. Dieses Spiel wird es dann nächsten Mittwoch geben. Ihr habt es wahrscheinlich dann auch schon gemerkt, dass ich da was verändert habe, weil ich einfach mitbekommen habe, registriert habe, dass dieses Projekt wieder ganz gut ankommt. Und dass ich mir gedacht habe, ein Samstag ist vielleicht ein bisschen wenig, dann dauert die Saison ewig. Und somit kommt jetzt da der Mittwoch noch mit rein. Also samstags gibt es 2 Folgen Fußballmanager 13 mit RB Leipzig und genau das gleiche auch dann am Mittwoch. Ich mache es aber dann immer noch so, dass wir 2 Spieltage haben werden. Nämlich einen um 12 und einen um 18 Uhr. Nicht wie sonst, dass es dann eben einen Spieltag gibt, einen Nachbericht, ne, wie ihr es ja von den Harz auch kennt. So, dass wir dann hier auch einfach die Saison gut fertig bekommen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich will mich nicht festnageln lassen. Kommt eben darauf an, wie viel Spaß ich noch dran habe. Und natürlich auch, wie das angenommen wird. Ne, wenn ich hier, nehmen wir einfach mal an, wir würden jetzt wieder sehr erfolgreich das Ganze beenden, dann ist es vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, um dann Schlussstrich zu ziehen. Gucken wir mal. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen was. Wir haben jetzt erstmal den 22. Spieltag, sehen das Borussen-Duell. Dortmund gegen Gladbach, 3 gegen 5. Und wir merken, dass wir noch gar nicht verloren haben gegen Stuttgart. Wir haben 9 Partien gemacht, es gab 3 Unentschieden und wir haben 6 Spiele schon gewonnen gegen die. Ich hoffe nicht, dass sich das heute ändert. Wolfsburg, die 12 gegen die Bayern. Und Wolfsburg hat ja jetzt gegen St. Pauli die Punkte liegen lassen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass gerade die in der Gefahr für die Bayern sein sollen. Aber wir haben ja 10 Punkte Vorsprung, von daher, da ist alles im Lack. Kämpf kann man wieder einsetzen. Das ist sehr gut, aber ich denke, wir brauchen den Helser nochmal. Der Gianluca ist da, das ist abartig. Eine 74 Form von 15. Svela Form von 14, aber der Albrecht ist ihm auch so stark. Da geht momentan gar nichts. Waldschmidt, den müssen wir mitnehmen. Vielleicht sogar Danseisen 14er Form. Nö, dann bleibt er stehen. So, wir sortieren mal das Ganze hier. Wann spielen die wieder? Das Ding wurde ja verlegt. Also ich denke mal, wenn ich jetzt sage, okay, du kommst jetzt für einen Tag wieder hoch, Marc Helser. Die erste Mannschaft, nächstes Spiel. Ich glaube, dann sollte das doch eigentlich passen können. Ich will sicherheitshalber mal gucken. Begegnungen, zweite Mannschaft. 19. Ja, dann geht es. Dann sollte das eigentlich passen, weil es ist am 17. Da sehe ich dann kein Problem. So, dann müssen wir es wieder so machen. Linde, ich wäre auch so, es wäre selbst so kein Problem, wenn jetzt da Linde spielen würde. Für diese eine Partie. Ah, ich sehe hier Spieler, das ist echt Wahnsinn. Auch der Tobias Becker, der ist auch so vielseitig einsetzbar. Ne, normalerweise hinten rechts stark, über eine 70 kommt er da schon mit seinen 17, aber auch vorne rechts Mittelfeld auf eine 68. Hammermäßig. Oh Gott, was ist denn hier los? Gottes Willen, so viel kann ich doch gar nicht loben und machen und tun. Das dauert ja eine Viertelstunde, bis ich dann mal fertig habe hier. Großes Lob. Sehr schöne Phase für ihn momentan. Oh Gott, diese Trainingsziele, das macht einen ja verrückt. So, 2 Stück.
An der Stelle Tobias Karasch, der ja eben Sturm eingesetzt werden musste. Ihr seht schon, das ist eigentlich komplett verschenkt. Aber schaut mal, was der für Werte hat hier. Schaut euch mal die Werte an. Also ich weiß wirklich bald gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Spielern. So, die haben das Sportgerichtsurteil bestätigt. Ist aber nicht schlimm. Also der hat jetzt bei uns in der ersten gespielt, da muss er halt dann in der zweiten. Ich weiß ja nicht, wie das ist, ob der... Das zählt eigentlich dann, ne? Oder zählt es so lange nicht, wie in der ersten ist? Ich habe keine Ahnung. Kamlot von Aue auf Transferliste. So, Kevin Volland. Also auch da mit 26 natürlich noch lange nicht ausgereift. Also der kann sich auch immer noch richtig ordentlich verbessern. Muss er auch. Muss er auch, ne? Da kann sich keiner ausruhen. Angeschlagen, angeschlagen, bla bla bla. Wir gehen weiter. Die Trainingsziele für Yannick Koch und Konsorten. Wir haben ja noch Zellhofer. Kara schon wieder, das muss ich nicht. Das haben wir ja gerade eingestellt, das kann ich dann einfach weiterklicken. So. Lennart Früh. Der hat noch gar keine, ne? Der hat noch gar keine, das ist natürlich bescheuert. Torriecher. Ist wichtig. Das ist gut, dann kann ich mal gucken, ob hier noch was ist. Vielleicht, ne, die Ballkontrolle ist schon okay. Dribbling. Nehmen wir das mit. Kurzer Pass, langer Pass, Kopfballpräzision. Wenn der Sturm spielen möchte oder sowas, dann ist das mit Sicherheit nicht verkehrt. Sprungkraft. Ja, Robustheit kommt schon, also da muss ein bisschen was noch gemacht werden. Präzision können wir noch hochziehen, so. Dann reicht es. Reserve, 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 alles klar. Das war dann ja relativ flott, würde ich sagen. Und jetzt bauen wir das noch auf hier. Marc Helser. Schiffner ist noch angeschlagen. Aber ich denke, ich kann mir das leisten, ihn mitzunehmen. Ich kann mir das leisten. Wir müssen ihn nicht einsetzen, ne? Wir müssen ihn ja nicht einsetzen. Aber dass wir zumindest da diese Position bedeckt haben. Den Gianluca. Sollte das sich jetzt hier bewahren, dass der in der Mannschaft spielt, dann muss ich den auf alle Fälle nochmal ein Bild geben. Wir haben jetzt zu viele Mittelfeldspieler hier. Manuel Pfor, wir haben Lukas Möller, wir haben Kevin Volland, wir haben Gianluca Starr. Das ist, wie gesagt, ein bisschen viel. Ich warte nur nochmal ab, ob der von selber wieder runtergeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den auf Dauer hochgezogen habe. Weil ich natürlich weiß, wenn ich ihn da wieder runterziehe, dass dann die Laune schlecht wird. Ich denke mal, das sind einfach 4 Wochen, die wir abwarten müssen und dann sollte das passen. Ja, das ist okay. Also mit Kempf hinten und Milicevic, ich tausche das dann, weil das normalerweise die rechte Seite ist immer die des erfahrenen Innenverteidigers für mich. Und das war ja dann Engelkes Position und auch mit, wer geht nach vorne bei den Standards. Und links ist quasi der Schüler und das ist jetzt Milicevic in dem Fall. Nee, das gefällt mir, das war genau richtig. Das war genau richtig, glaube ich, Engelke gehen zu lassen und eben jetzt diese Möglichkeit hier zu haben, den aufzubauen. Und ihr seht ja, das bringt was. Wir haben jetzt wieder sehr, sehr viele 18-, 19-Jährige in der Mannschaft. Genauso soll es ja sein. Und wenn ich sage Mannschaft, dann ist eben nicht nur die Startelf gemeint, sondern auch hier das komplette Bankgebilde, auch die Tribünenplätze momentan. Also mit 22 Plätzen, die wir momentan haben, ein paar gehen ja wieder runter. Das ist einfach die optimale Größe, wie ich finde. Ein bisschen was reden hier noch, aber zu viel muss ja nicht sein. Vielleicht dem Helser Verlängerung anbieten. Okay, er wartet ein Angebot. Das müssen wir natürlich machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier aussieht. Ja, die laufen aus. Das ist wahr. Das ist wahr. Das muss ich unbedingt machen. Die hätten jetzt schon längst irgendwo was unterschreiben können. Boah. Gott sei Dank habe ich das noch gerafft. 3 Jahre. Ergänzungsspieler. Nur ich weiß ja nicht. Ich möchte mal, dass du in der Reserve spielst, weil ich weiß nicht, wie es aussieht. Große Zukunft. So, ich denke mal, jährliche Erhöhung. Dann die 5% ruhig rein. Und nehmen wir 6%. Und ich denke mal, das reicht dann auch irgendwo. Ne? Man muss ja nicht zu viel jetzt machen. 200 führen zu 0. Option muss nicht sein. 3 Jahre ist in Ordnung. Nehmen wir hier die 725 mit. Und dann geht es. Dann geht es. Sind wir relativ schnell fertig. Wir müssen hier nicht aufs Geld gucken. Und bei Gianluca dann auch mal schauen, ob der bei uns bleiben möchte. Option zur Vertragsverlängerung, die kann er gerne haben. 3 Jahre, 1,7 Millionen. Das ist nicht wenig, aber das ist auch logisch, ne? Für so einen Nationalspieler. Gibt es hier 3%. Torprämie. Bisschen mehr, würde ich sagen, dann ein Tausender. Das ist in Ordnung. Und dann habe ich eigentlich auch nichts zu meckern. So 1,8, es geht. Einige Male spielen. Aber langsam ans Team rangeführt ist, glaube ich, besser, weil ich halt momentan nicht sagen kann, wie wir das mit den ganzen Mittelfeldspielern machen. Ansonsten hat er alles. Dann sichern wir uns den, hoffe ich jetzt auch, für
die zukünftigen Jahre. Der ist schon wirklich super weit. Also mit einer 74 unterwegs mit 18 Jahren. Das ist ja dann wirklich schon Vasiljevic-Niveau fast. Oder kommt schon dem sehr nahe. Und jetzt stellen wir die Mannschaft ein. Gegen den VfB Stuttgart. Sind natürlich Favorit, überhaupt keine Frage. So, natürlich spielen wir auswärts, aber das hat bei uns jetzt da keinen Einfluss, weil als Meister, als Triple-Sieger, als Weltpokal, wie heißt das Ding auf Club-WM? Ich sag mal nur Weltpokal. Sieger ist man einfach überall Favorit. Da kann man sich dann auch nicht vor verdünnisieren. Sua, Didavi, Scherchan vorne, Maxim, Doppel-6. Ja, der Rausch ist ziemlich stark, ne? Der sticht eigentlich fast aus der kompletten Mannschaft raus mit seiner 82. Ne, ist so. Fernando, sehr stark. Der ist schon 7-mal in der Elf des Tages gewesen. Und der legt auch Tore vor. Abräumer plus Vorbereiter. Auf den sollte man Auge haben. Maxim natürlich, auch für die Standards gefährlich. Und den Stürmer kennen wir. Der ist auch schon seit Beginn des Let's Plays dabei. Damals angefangen in Dortmunds zweiter Mannschaft. In unserer Liga. Schauen wir mal, was es gibt. Und ja, wie gesagt, nächsten Mittwoch geht's hier an der Stelle weiter mit RB Leipzig auf dem Weg hoffentlich zur Titelverteidigung in möglichst vielen Wettbewerben. Das muss der Anspruch sein. Wir fördern nach wie vor die Jugend. Es macht mir sehr viel Spaß. Und ich denke mal, euch auch. Schreibt mir rein, welche Anregungen ihr noch habt, was ich vielleicht noch verbessern kann oder ob euch dieser Modus gefällt. Und das wäre dann ganz klasse, ne? Zweimal die Woche dann wieder RB Leipzig zu sehen. Also denn, haut rein, schöne Woche für euch, euer Baumi. Bis denn, ciao.